Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Tank-Druid-Guide präsentieren. Und ja, der ein oder andere hat da vielleicht schon ein bisschen länger drauf gewartet und ich wurde im Stream immer mal wieder darauf hingewiesen, wann ich den denn endlich mal mache. Und jetzt kommt er. Und für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht bei mir im Stream waren, beziehungsweise meine Videos nicht kennen, will ich mich einmal vorstellen. Ich spiele hauptsächlich als Main-Char quasi den Druid-Tank. Und dass ihr euch vielleicht so ein bisschen Vorstellungen machen könnt, auf was für einem Niveau Level ich spiele, ob man sich das überhaupt quasi antun sollte oder nicht. Ich denke mal, ich bin so ein ganz guter Allrounder und kenne mich in den meisten Situationen aus. Was ich jetzt noch nicht groß gemacht habe, ich habe nur ein bisschen PvP mit dem Guardian gespielt, also da in die Richtung kann ich euch wahrscheinlich dann erst in dem nächsten Video noch was sagen. M plus. Denke ich mal, bin ich ganz okay aufgestellt. Ich habe zumindest alles mal auf 15 gemacht fürs Achievement. Sprich, da kann ich ein bisschen was sagen. Ich spiele jetzt keine Ultra-High-Keys, um das gleich vorwegzunehmen. Also zumindest bis 15 kann ich euch da, denke ich mal, ganz gut Auskunft geben. Und was Raids angeht, sieht es, denke ich mal, auch nicht so schlecht aus. Also ihr seht jetzt hier, zeige ich euch einmal die HC-Übersicht. Bin eigentlich im Durchschnitt auf 99,9er HC-Durchschnitt im aktuellen Raid-Tier und auch im mythischen Raid-Tier habe ich den Laden clear und bin auch im Legendary-Durchschnitt. Und ihr seht, ich habe auch mehrere 100% Logs, also sprich, ich bin jemand, der eher offensiv spielt, heißt ein bisschen auf Damage auch aus ist, auch um den Raid zu supporten, aber natürlich auch um möglichst gut zu performen. Und ich denke mal, die Logs sprechen da für sich. Gut, jetzt genug das Vorgestellte, beziehungsweise hier Anführungszeichen angegebe, was ich für tolle Logs hat, ist jetzt hier für den Guide an sich uninteressant. Bloß mal als Eingangsinformation, dass ihr wisst, dass jetzt hier keiner ist, der zwei Bosse im NHC down hat, dass ihr das auch einigermaßen ernst nehmen könnt. Gut. Als allererstes würde ich sagen, sprechen wir über die Stats. Das ist vielleicht das Erste, was euch interessiert, wenn ihr jetzt komplett neu als Druid seid. Was braucht ihr? Natürlich Main Stats sind Ausdauer und Agi. Denke ich mal, erzähle ich euch jetzt nichts viel Neues. Wichtig wären jetzt aber die Secondary Stats. Und zwar, was brauche ich für Secondary Stats? Wir haben insgesamt vier Stück: Versa, Mastery, Tempo und Crit. Und davon sind defensiv. Ich rede jetzt hier immer mit defensiv und offensiv, da ich auf beides ein bisschen eingehen will und immer so erzählen will, was ist fürs eine gut, was ist fürs andere gut. Auch offensiv spielen als Tank kann sinnig sein. So viel dazu gesagt, als Anfänger sollte man vielleicht erst eher mal das Defensive hinkriegen und dann ins Offensive quasi sich erweitern. Offensiv bzw. defensiv sind die besten Stats als erstes Versa. Und zwar ist das Vielseitigkeit auf Deutsch. Und mit Vielseitigkeit können wir quasi einfach erzielen, dass wir prozentual weniger Schaden erleiden, was sehr gut ist als Tank, und wir tun prozentual auch mehr Schaden austeilen. Es ist quasi immer so, ihr seht, ich habe jetzt 6,39% Versa, quasi was ich Schaden weniger bekomme, und 12,97%, ne, 7,9% so rum, was ich mehr Schaden austeile. Also man tut immer doppelt so viel mehr austeilen, wie man quasi nicht mehr an Schaden bekommt. So funktioniert quasi Versa. Das ist unser Biss-Stat, sowohl offensiv als auch defensiv, ganz wichtig. Der zweite Stat, auf den wir gehen, ist defensiv Meisterschaft und offensiv Tempo. Warum gehen wir auf Meisterschaft? Und zwar, Meisterschaft erhöht prozentual unser Gesamtleben, heißt, unser Maximalleben wird prozentual durch Meisterschaft einfach erhöht. Und das ist, ja, wenn wir einen höheren Life-Pool wollen, relativ gut. Ausschließlich auf das zu gehen, macht wenig Sinn. Zusätzlich erhöht es auch noch die erhaltene Heilung, was natürlich auch schick ist. Also sowohl eure eigene Heilung, die ihr auf euch wirkt, und die Heilung, die ein Heiler auf euch wirkt, die ist einfach erhöht. Das ist eine schicke Sache als Tank, wenn man mehr Heilungen kriegt. Und was wir auch noch bekommen, ist prozentual mehr Angriffsstärke. Deswegen machen wir auch mehr Schaden. Also sowohl mit Versa und Mastery sind wir sowohl defensiv als auch offensiv. Ist es ein Plusgeschäft. Was wir dann noch haben, ist Tempo. Das ist der zweitwichtigste Stat hinter Versa offensiv. Und zwar erhöht, wenn wir jetzt hier drüber fahren, steht es dran, erhöht das Zaubertempo bzw. Energieregeneration. Wichtig ist halt, dass Tempo auch den Global Cooldown beeinflusst, auch Dot-Ticks beeinflusst. Und da wird es halt wichtig, weil umso schneller wir Wut aufbauen können,
umso mehr Schaden können wir einerseits machen, aber umso schneller können wir auch Wut ausgeben für defensive Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Active Mitigation. Das ist im Fall des Druid Tanks quasi das Eisenfell, beziehungsweise man kann auch Wut hier für rasende Regeneration ausgeben, wo man sich heilen kann mit. Und offensiv kann man auch für Zermalmen Wut ausgeben, kann auch defensiv sein über bestimmte bestimmte Traits von den Azurit-Ausrüstungen, aber da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Gut, und dann haben wir noch Crit, und Crit bringt uns relativ wenig. Das erhöht unsere kritische Trefferchance. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Es war mal eine Weile so, dass man den Druid Tank auf Crit gespielt hat, um besondere Procs zu kriegen. Ist aber schon eine Weile her, brauchen wir glaube ich jetzt nicht drum reden. Ist im Moment der unwichtigste Stat. Also ihr wollt eigentlich auf eurem Gear möglichst wenig Crit drauf haben, möglichst viel Versa, und je nachdem, ob ihr offensiv geht, Tempo, und defensiv Mastery. Wobei, selbst wenn ihr defensiv geht, ist Tempo nicht schlecht. Wie gesagt, Regeneration, die schneller vonstatten geht, ist immer positiv, auch wenn ihr komplett defensiv spielen wollt. So viel dazu. Als zweites würde ich sagen, schauen wir mal in die Talente rein. Das ist, denke ich mal, immer das Beste oder das Zweitbeste, was die Leute interessiert. Und zwar, was skillt ihr? Und da kann ich sagen, das kommt drauf an, was ihr spielt. Und was, also erstmal, spielt ihr ein Raid, spielt ihr Mythic Plus, spielt ihr PvP, spielt ihr einen Single-Target-Encounter, spielt ihr einen Multi-Target-Encounter. Deswegen, ich bin kein Fan von euch zu sagen, das ist die Skillung, spielt die, fertig. Das macht keinen Sinn. Wer so Skillung übernimmt, eins für alles, macht alles irgendwie so halb sein. Das macht halt wenig Sinn. Ich kann euch jetzt sagen, wie ich bei den meisten verschiedenen Situationen spiele, beziehungsweise meine Standard-Kombi. Ich kann euch jetzt mal meine Standard-Kombi reinmachen. So ist etwa mein Standard-Gameplay, und das ist ein sehr offensives Gameplay. Was nehmen wir wo? Ich spiele mit Dornenranken in quasi hier in der ersten Reihe. Und zwar, was macht Dornenranken? Wenn mich Gegner hauen, kriegen sie Schaden zurück über Dornen. Und ich absorbiere quasi auch ein bisschen Schaden. Also es verursacht Damage, und du absorbierst auch ein bisschen was. Der Absorptionseffekt ist jetzt nicht so krass hoch. Ja? Und der Damage, den die Dornen austeilen, ist jetzt auch nicht so krass hoch. Das kommt zum Tragen, wenn ihr viele kleine Hits kriegt, ist es eine praktische Sache, weil dann kommen Dornen tatsächlich zur Blüte, weil dann macht ihr damit tatsächlich relativ viel Schaden. Auf Inseln, wenn ich einen riesen Marspull mache, dann machen die Dornen teilweise mehrere Millionen Schaden und absorbieren natürlich auch dementsprechend viel, wenn ich viele kleine Hits habe. Wenn ich einen großen Boss-Tank, der mich nur Single-Target hittet, macht es relativ wenig. Ja. Das ist quasi, ja. Für Mythic Plus finde ich es auch nicht schlecht, wenn ihr in Mobs reinrennt, die hitten euch, die stunnen euch vielleicht am Anfang, ihr könnt sie nicht direkt antanken, die hitten euch, ihr habt die Aggro dadurch. Das ist das Praktische. Sie hauen euch einmal und sie kriegen Damage, und ihr habt meistens die Aggro durch. Deswegen, Dornenranken ist eine praktische Geschichte. Was wir dann noch haben, ist Blutraserei. Wir bekommen immer Wut, wenn unser Dot hauen tickt. Den haben wir eigentlich immer auf den Zielen drauf, und vor allem, wenn wir mehrere Ziele haben und das da drauf haben, kriegen wir extrem viel Wut, und mit extrem viel Wut können wir gut Eisenfälle oben halten. Das ist unsere Active Mitigation, heißt, die erhöht einfach unsere Rüstungswert, und umso mehr Rüstung wir haben, umso weniger Melee-Schaden kriegen wir. Also das ist die Geschichte, die defensiv man versucht oben zu halten, und dementsprechend kann man das ausdecken, und dann gibt es dann irgendwann fast kein Damage mehr. Also es geht bis 85% hoch, dass man weniger Melee-Schaden kriegt, und das merkt man definitiv. Heißt, wenn ihr sehr defensiv gehen wollt, dann nehmt ihr Blutraserei mit, dann könnt ihr eure Active Mitigation weiter stacken und kriegt weniger Schaden. Vor allem bei mehreren Zielen ist das auch eine praktische Geschichte, weil natürlich auf jedem Ziel, wo es tickt, kriegt ihr mehr Wut. Dann haben wir noch gesträubtes Fell. Hier ist es so, dass ihr 8 Sekunden lang das Fell aufstellt, und anhand des erlittenen Schadens kriegt man Wut. Heißt, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr in der kurzen Zeit sehr viel Wut braucht, um sehr defensiv zu sein und da viel Schaden bekommt, dann ist das das Mittel der Wahl. Ehrlich gesagt, ich spiele mit dem Ding so gut wie nie, weil wenn dann spiele ich sehr offensiv mit Dornenranken, oder ich spiele defensiv über Blutraserei, wo ich dann quasi über den ganzen Kampf eigentlich defensiver bin. Das ist halt wirklich nur, wenn man so Peak-Phasen hat, die ehrlich gesagt jetzt, ja, wo ich jetzt selten habe, vor allem. Wären ja dann Peaks, die ich Melee-Damage abfangen müsste, und das kann ich mit Blutraserei eigentlich auch. Deswegen bin ich jetzt gesträubtes Fan nicht ehrlich, nicht so der Fan von. Man könnte theoretisch gesträubtes Fell spielen und dann mit Zermalmen durchziehen, das würde jetzt aber zu weit führen, das ist ja dann eine sehr offensive Geschichte. Dann haben wir die zweite Reihe, und zwar ist das ist das hier die 30er Reihe mit Tigersport, Ursus Vortex und Wilde Attacke. Wilde Attacke ist der Charge. Das kann ich euch mal kurz zeigen, was das macht. Also ihr chargt halt an den Gegner ran
Und ihr könnt es auch in allen anderen Gestalten einsetzen, aber ich denke mal, das dürften die meisten, wenn sie sich einen Druid erstellt haben, wissen. Ich spiele 95% der Zeit mit Wilde Attacke. Tigersport ist eine nette Sache, aber als Guardian ist man ja Tank und meistens muss man als Tank tanken. Heißt, Movement Speed zu haben, der ich in die Katze zwingt, ist in meisten Fällen nicht sinnig. Ja? Also sehe ich den Mehrwert nicht, mit dem spiele ich nie. Mit Ursas Vortex gibt es manche Bosse, wo das praktisch ist. Zum Beispiel damals bei Opulence gab es da so einen Haufen Ads, die weglaufen und dann packst du in Ursas Vortex rein. Das ist so ein Wirbel und ein Mob, der drin ist und nach draußen laufen will, wird wieder zurück reingezogen. Ja, so funktioniert das. Wir können den jetzt auch einmal kurz. Habe ich das rausgezogen? Warte, ich muss das mal hier irgendwo. Habe ich. Ja, wo ziehen wir das hin? Hier. Seht ihr das? Setzt mal so einen Wirbel hin, dann werden die Mobs quasi wieder reingezogen. Ist in 95% der Fälle nicht sinnig. Mythic Plus gibt es vielleicht Situationen, wo man es benutzen kann, möchte ich aber auch ungern auf meinen Charge verzichten. Also da vielleicht Mobs, wenn man die Mobs kitet, zusammen dann mit Typhoon, wo man die Mobs zurückkicken kann, kann vielleicht schon ganz praktisch sein. Zum Beispiel auch bei Necrotic-Wochen kann ich mir vorstellen, dass das nicht schlecht ist. Benutze ich aber äußerst selten und wie gesagt in Raids auch fast gar nicht. Dann haben wir wohl die wichtigste Reihe. Und zwar sind es die, das ist die 45er-Reihe, das sind die Affinitäten. Und da gibt es eigentlich, ja, so man kann theoretisch alles drei spielen. Defensiv ist hier die Wiederherstellungsaffinität. Was macht die? Alle 5 Sekunden bekommen wir 1,5% von unserem Life einfach draufgeheilt. Und wenn ihr komplett voll seid, wird ein anderer Verbündeter geheilt. Ihr seht, ich bin jetzt bei 644k. Wenn ich eine Ausdauer habe, dann bin ich bei 700k Life. PvP-Dings, Rudelmutter nur anhabt, dann bin ich bei über 800k live. Und dann sind 1,5% tatsächlich relativ viel, die hochticken. Defensiv auf jeden Fall immer das mitnehmen. Zusätzlich könnt ihr theoretisch noch hotten. Immer wenn ihr nicht tankt, könnt ihr dann theoretisch in die Normalgestalt gehen und hotten. Im Raids eher so begrenzt gebrauchbar, Mythic Plus eigentlich fast gar nicht, weil ihr ja eh immer am Tanken seid. Also ich hotte selten bei Queen Ashara in der Intermission, wo du nichts anderes machen kannst, dann nehme ich die hier mit und hotte dann ein bisschen. Kann praktisch sein. Was ich die meiste Zeit spiele, ist die Gleichgewichtsaffinität. Da kriegt man die Mondkin-Gestalt dazu und einen Haufen Range-Spells. Benutze ich nicht. Ich habe die Mondkin-Gestalt allein deswegen, da ich auf alle Spells 3 Meter Range mehr kriege. Hört sich jetzt so an, 3 Meter Range ist jetzt nicht so krass. Ja, Mondfeuer hat jetzt anstatt 40 43 Meter. Ihr müsst aber rechnen, die AE-Spells, und das ist hier Hauen und Prankenhieb, die haben 3 Meter in jede Richtung mehr und die haben an sich nur so eine relativ kleine Range um euch rum. Und dann ist aber 3 Meter da drauf relativ viel. Also ihr habt einen relativ großen Radius. Die Angaben, die ich eben gemacht habe, sind rein spekulativ, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ihr habt einen guten größeren Radius mit euren AE-Fähigkeiten. Erstmal könnt ihr bei vielen Bossen Multitarget cleaven damit, was euch mehr Schaden gibt, beziehungsweise wenn ihr jetzt mit Blutraserei spielt, mehrere Targets mit Hauen verseht, könnt ihr natürlich dann auch wieder mehr Wut generieren und auch defensiver theoretisch spielen. Deswegen kann das praktisch sein und ihr könnt halt einfach auf mehrere Ziele Schaden machen und erhöht euren Damage, ganz klar. Deswegen spiele ich die meisten Kämpfe mit denen, außer es sind natürlich totale Singletage-Kämpfe oder muss sehr defensiv spielen, dann spiele ich mit Wiederherstellungsaffinität. Im Mythic Plus ist ehrlich gesagt die auch anzuraten, weil ihr da oft ja größere Packs habt und um die alle gut einfangen zu können, ist das einfach mit der Gleichgewichtsaffinität einfacher. Als wenn ihr jetzt wieder herstellt. Außer ihr müsst natürlich sehr defensiv spielen, weil ihr einen hohen Key spielt, dann ist das vielleicht die bessere Wahl. Genau. Dann haben wir hier die 60er-Leiste. Das ist quasi unsere CC-Leiste. Hier könnt ihr eigentlich fast alles spielen. Im PvP spiele ich meistens mächtiger Hieb, um es dann rauszuhauen. In Mythic Plus. Oder meistens habe ich halt an sich den Typhoon drin. Damit könnt ihr Mobs einfach von euch wegkicken. Ihr könnt damit auch alle Interrupter, also sie fliegen einmal zurück. Ihr habt 5 Caster, ihr haut einmal Typhoon rein und alle Mobs sind gleichzeitig interrupted. Ist ziemlich stark. Ist, gut, die Mobs werden ein bisschen auseinandergekickt, was vielleicht für manche E-Klassen dann nervig ist, aber wenn ihr kurz vorm Sterben seid, zack, einmal Typhoon rein und ein bisschen weglaufen. Die werden auch geslowt, wenn sie den Typhoon abkriegen. Also da könnt ihr so ein bisschen Druck rausnehmen. Und manchmal ist es als Tank besser, Druck rauszunehmen, wegzulaufen, die Mobs kurz wegzunocken, als zu sterben. Und ja,
Dementsprechend ist im Mythic Plus auf jeden Fall Typhoon gut. Massenumschlägen eher ungünstig. Wenn ihr die rootet, dann bewegen sich die nicht mehr. Und wenn ihr nicht daneben steht, dann hauen die den nächstbesten, der daneben steht. Deswegen Massenumschlingen, gefährliche Sache. Gibt es nur bei einzelnen Countern, wo man sagt, okay, Massenumschlingen macht hier Sinn, weil man irgendwelche Mobs damit komplett rausnehmen kann. Können aber ehrlich gesagt auch alle anderen Druids machen. Ne? Also zum Beispiel bei BOD war es so, bei Mechatalk, da konnte man so Mobs, diese kleinen Roboter, die immer rumgelaufen sind, mit Massenumschlingen rausnehmen, hält 30 Sekunden und hat 30 Sekunden Cooldown. Also ihr könnt euch Mobs AE-technisch durchgehend CC'en und das könnt ihr aus dem Bären auch rauscasten tatsächlich, wie alle anderen Fähigkeiten auch. Dann kommt jetzt eine wichtige Leiste, und zwar die 75er-Leiste. Und da gibt es drei Zauber. Seele des Waldes, das erhöht einfach unser Zerfleischen, den Schaden um 25% und 5% quasi erhöhte Wut, die wir kriegen. Also hier Zerfleischen ist der Spell, der Wut aufbaut. Wir können eigentlich durch Zerfleischen Wut aufbauen, durch Hauen Wut aufbauen und durch Procs über Mondfeuer, wenn wir galaktische Wächter spielen. Aber das können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Das nehme ich tatsächlich nie. Ich tendiere immer zwischen den beiden hin und her. Und zwar haben wir einmal galaktische Wächter. Wenn wir Schaden verursachen, gibt es eine Chance, dass wir automatisch auf ein anderes Ziel Mondfeuer draufsetzen. Ist ganz praktisch, vor allem immer kämpfen und ihr cleaved in viele Mobs rein und dann wird automatisch Mondfeuer auf die Mobs gesetzt, ohne dass ihr ein Global habt. Und dann kriegt ihr noch einen Proc quasi. Und mit dem Proc, könnt ihr Mondfeuer auf ein Ziel setzen, macht mit dem Mondfeuer 300% mehr Schaden. Sonst ist nämlich Mondfeuer vom Initial-Damage, also von dem Damage, den ihr am Anfang macht. Ich kann das jetzt hier mal zeigen. Ich gehe jetzt mal in Bären und mache hier ein Spell drauf. Es macht 1300 Schaden. Das ist halt nix. Ja? Aber es tickt halt für 16 Sekunden, dann 22.000. Dann wird da wieder Shoot raus. Wenn ich jetzt hier galaktischer Wächter habe und der Proc kommt, dann kriege ich halt nochmal 300% extra Schaden und auch 8 Wut aus diesen extra Dingen. Dann leuchtet das quasi so auf und ich habe quasi diesen Proc dann und bekomme die extra Damage und die Wut. Genau. Ist ganz praktisch. Benutze ich ehrlich gesagt bei allen Single-Target-Boss-Kämpfen, ist es tatsächlich das Beste. Denn bei einer Single-Target-Boss-Kampf Situation sieht meine Rota eigentlich so aus. Zerfleischen, hauen, immer wenn sie ready sind. Mondfeuer oben halten und quasi, wenn der Proc kommt, Mondfeuer drücken. Und wenn ich offensiv gehe, zwischenrein, immer wenn ich keines der anderen drei Dinger habe, zermalmen. Und immer wenn, und dann halt noch meine Artefaktfähigkeit, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und immer wenn wirklich nichts anderes da ist, nur dann pranken. Die Prankenhieb ist ein Spell, den kann ich immer drücken. Seht ihr, egal wann, der hat keinen Cooldown, der bringt auch nichts, der macht einfach nur ein bisschen AE-Schaden. Ja? Aber den willst du möglichst wenig drücken müssen. Du wirst eigentlich immer eins von den anderen Sachen haben, weil der macht halt fast kein Damage und bringt dir halt eigentlich nichts. Ja? Genau, das ist so ein bisschen zu Rota, die man dann mit galaktischer Wächter spielen würde. Und ihr seht, da steht die Attrappe und da ich hier Gleichgewichtsaffinität habe, treffe ich auch da hinten mit quasi einem Melee-Angriff den Mob hier. Also man hat tatsächlich nicht ganz gut Range. Genau, dann kommen wir zur Inkarnation. Inkarnation hat zwei Vorteile, und zwar, beziehungsweise haben sogar drei Vorteile. Wir haben, während Inkarnation läuft, und das läuft 30 Sekunden, haben wir 15% mehr Rüstung. Wir können jeden Spell, der einen Cooldown hat, theoretisch mit einem reduzierten Cooldown durchdrücken. Ihr seht, eigentlich hat hier Hauen einen Cooldown, ja, und das kann ich jetzt aber die ganze Zeit durchspammen. Oder ich kann auch Zerfleischen die ganze Zeit durch Spam und Zerfleischen geht während Inkarnation läuft auf drei Ziele. Also ihr seht, ich kann Zerfleischen hier auf drei Ziele drauf machen oder auch Hauen die ganze Zeit durch Spam. Und das ist halt sehr, sehr stark, vor allem dann, wenn ihr einen AE-Fight habt. Und deswegen spiele ich oft in Mythic Plus auch mit Inkarnation, um da einfach ein bisschen rein AEen zu können. Ja? Beziehungsweise es gibt auch ein paar andere Fights, die ich mit Dings spiele. Jetzt können wir hier mal nochmal die Dings aufmachen. Was spiele ich wo? Und zwar, ich spiele eigentlich den ersten Boss mit Galaktischer Wächter, Galactic Guardian, so rum. Ich spiele eigentlich den ersten Boss mit Galactic Guardian, den zweiten auch, den dritten auch. Da gibt es halt keinen Ads groß zum Cleaven. Den vierten eigentlich auch. Ja. Erst hier bei Ugozoa, da spiele ich quasi mit Inga, weil ich da viele Ads habe. Queen's Court spiele ich wieder mit Galactic Guardian.
Zakul habe ich mit Inka gespielt, das ist einer der wenigen, da spielen die meisten mit Galactic Guardian, aber ich habe 100% Lock gemacht. Und Queen spiele ich auch wieder mit Galactic Guardian, weil das auch Single Target das Defensivere ist, weil man hier nochmal extra mehr Wut aufbauen kann, quasi mit. Genau. So viel dazu. Und Mythic Plus kann man beides vertreten. Wie gesagt, ich spiele lieber mit Inka. Wenn du irgendwo einen Big Pull drin hast, ist Inka eine richtig schöne Sache, weil du kannst halt alle Zauber, die Wut aufbauen, kannst du 30 Sekunden durchspammen. Du kriegst erstmal weniger Schaden, weil du mehr Rüstung hast. Und dann hast du so viel Wut dadurch, dass du eigentlich in der Zeit ziemlich, ziemlich defi bist. Also für so die krassen Big Pulls ist das auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und auch für Inseln. Bei Inseln mache ich ja so Big Pulls, dass ich die ganze Insel zusammenpull, auch im PvP oder Mythic-Modus, halt in den schwierigsten Modi, dass ich wirklich mit Inka alles zusammenpull und da reinbretter wie nochmal was. Da gehen dann halt auch mal 200, 300, naja, 300k ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 200k gehen auf jeden Fall an DPS. Ich mache auch Freehold-Boost zum Beispiel mit dem Char, da geht ganz gut was. So, dann das Letzte, was wir haben. Oder die vorletzte besser gesagt, haben wir jetzt nochmal einmal hier die 90er Leiste. Da haben wir Erdenwächter, Überleben des Stärkeren und Wächter von Elun. Und ja, hier haben wir direkten Schaden mit Hauen, gewährt eine Aufladung von Erdenwächter, was den Schaden eures nächsten erlittenen automatischen Angriffs um 30% verringert. Erdenwächter kann bis zu dreimal aufladen. Also sprich, wenn wir Hauen aktivieren und einen Mob treffen, dann können wir so eine Aufladung bekommen. Und die quasi verringert den nächsten Melee-Hit um 30%. Und die meisten Boss-Hits sind halt normale Melee-Hits. Und 30% davon weniger ist schon ziemlich stark tatsächlich. Ja? Und vor allem, wenn ihr mit Hauen mehrere Mobs trefft, dann kriegt. Warte mal, kann ich die jetzt wegklicken, die Aufladung? Schau mal. Seht ihr das? Ich habe instant drei Stacks, weil ich drei Mobs damit getroffen habe. Also die kannst du, wenn du mehrere Mobs hast, instant wieder hochstacken. Die Problematik ist, wenn du natürlich viele kleine Mobs hast, die dich hitten, dann sind die Stacks auch schnell wieder weg. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Damit spiele ich zu 90%. Dann haben wir Überleben des Stärkeren. Hier ist es so, verringert die Abklingzeit von Baumrinde und Überlebensinstinkt um 33%. Das lohnt sich dann, wenn du bei einem Encounter immer wieder richtige krasse Hits hast, die einer abfangen muss und du einfach deine großen Dev-CDs öfter brauchst. Und zwar haben wir einmal Überlebensinstinkt, was 4 Minuten Abklingzeit hat, aber 50% des Schadens absorbiert. Oder was ist absorbiert, aber halt einfach 50% von dem Schaden runternimmt. Und dann haben wir nochmal hier quasi die Baumrinde und die verringert quasi den Schaden um 20%. Ja? Die hat aber nur 1,50 Minuten Abklingzeit. Wenn wir das hier reinnehmen, dann kommen wir halt hier auf eine Minute runter. Also jede Minute können wir dann 20% weniger Schaden bekommen und hier auf 2,7 Minuten. Und das merkst du halt schon. Ob du jetzt 4 Minuten oder 2,7 hast, merkst du. Das gibt halt immer einen Counter, wo es in bestimmten Intervallen die krassen Hits kommen und dann kann sein, dass das halt sinniger ist, als overall weniger Melee-Hits zu fressen. Und was haben wir hier als letztes? Das benutze ich eher selten. Wächter von Elun. Zerfleischen erhöht die Dauer eures nächsten Einsatzes von Eisenfell um 2 Sekunden oder die Heilung eures nächsten Einsatzes von Rasenregeneration um 20%. Das kann ganz praktisch sein. Ich glaube, damit habe ich gespielt bei Fette Devourer in Ulti. Da hast du permanent krasse Kellen gekriegt und die waren vom Abstand so, dass mir immer die Active Mitigation zwischendrin ausgelaufen ist und so. Und da ist die Active Mitigation, also das Eisenfell, ist dann einen Ticken länger. Ja? Das hält jetzt 7 Sekunden und wenn ich damit gehe, dann ist es halt komisch, dass es nicht anzeigt, aber es müsste dann halt nicht 7 Sekunden, sondern wenn ich, ah gut, ich muss halt zerfleischen draufhauen, ne? Dann habe ich halt 2 Sekunden nochmal länger. Und das ist bei manchen Kämpfen, Fated Devourer, war es so, dass das sinnig ist. Aber das sind ganz spezifische Sachen, wo man sagt, okay, da ist das hier stärker als der Erdenwächter. Genau. Dann kommen wir jetzt noch zur letzten Reihe. Und zwar spiele ich da eigentlich immer mit Beißen und Reißen. Was macht es? Wenn ich ein Ziel mit Hauen belege, also mit meinem Dot hier, den wir eigentlich immer oben haben, dann kriegt das Ziel pro Stapel 2% mehr Schaden, beziehungsweise verursacht mir 2% weniger Schaden. Heißt, wenn ich meine drei Stacks oben habe und die habe ich eigentlich immer auf dem Mob oben, dann bekomme ich von dem Mob 6% weniger Schaden und mache auf dem 6% mehr Schaden. Ist offensiv und defensiv gut. Es gab in Legion Legendary, wo man nochmal zwei mehr Stacks haben konnte, dann waren es 10%. Ja, jetzt ist die Sache. Defensiv würde es was geben, was besser ist. Und zwar gibt es hier Pulverisieren.
Und da hauen wir einen mächtigen Hieb quasi auf den Gegner, der zwei Stapel von unserem Hauen-Stack runternimmt, relativ gut Schaden verursacht und sämtlichen erlittenen Schaden für 20 Sekunden um 9% verringert. Heißt, wenn ihr nur auf den defensiven Aspekt geht, ist es so, dass wir hier 6% weniger Schaden kriegen können und hier sind es 9%. Die Problematik ist hier, wenn ihr Aid, setzt ihr auf jeden Mob den Dot drauf und könnt ihn bei jedem easy oben halten. Wenn ihr nämlich guckt hier, wir haben hier weniger Cooldown als die Laufzeit, also wir können es immer weiter hochstacken quasi. Und AE-technisch auf jedem oben halten, hier mit pulverisieren, kommen wir halt nicht hin, dass wir das auf jeden Mob hochstacken, ja, wenn das, vor allem wenn das viele Mobs sind. Heißt, der E-technisch ist das auch defensiv besser, Single-Target ist das defensiv besser, offensiv natürlich ganz klar beißen und reißen. Ja? Deswegen spiele ich auch eigentlich in fast allen Situationen damit. Das erhöht auch jeglichen Schaden von anderen Sachen, wie Trinkets und euren kompletten Fähigkeiten, die ihr so an sich auf den Boss draufschmeißt. Ja, genau. So viel zu den Talenten, beziehungsweise eins hatte ich jetzt noch vergessen zu sagen, und zwar den Mondstrahl. Ehrlich gesagt benutze ich den so gut wie nie. Hat auch eher eingeschränkten Nutzen. Man kann halt alle 1,3 Sekunden den Mondstrahl runterhauen. Der macht am Standort allen Gegnern Arkanschaden, 15.000, was jetzt nicht so krass ist, und halt uns halt im Verlauf von 8 Sekunden um 102.000 live, was jetzt auch nicht so überkrass viel Heilung ist. Also ehrlich gesagt, ist ein bisschen nutzlos, der Mondstrahl. Ich glaube, ich habe auch selten wen gesehen, der überhaupt damit gespielt hat. Also ich kann da den nicht empfehlen. Dann können wir noch ein bisschen auf PvP-Fähigkeiten eingehen. Ich habe jetzt noch nicht viel Arena in der Season gespielt mit dem Bären. Ich kann euch jetzt mal sagen, was ich präferiere an Fähigkeiten. Das ist aber wahrscheinlich für die wenigsten interessant. Ich nehme am liebsten die Medaillon, also das Medaillon des Gladiators, um einfach selber quasi eine Insi zu haben. Andere Sachen sind auch vertretbar. Dann damage-technisch ist es am besten, wenn ihr mit Geschärfte Klaue spielt. Da ist es so, dass ihr, wenn ihr Zermalmen macht, 6 Sekunden danach 25% mehr Schaden mit Prankenhieb und mit Prankenhieb und Hauen macht. Halt mehr E-Schaden, nachdem ihr einmal Zermalmen gedrückt habt. Dann spiele ich mit Überrennen. Das ist quasi nochmal ein extra Charge. Jetzt habe ich hier den War-Mode nicht an. Aber das ist ein Charge, der den Gegner auch noch betäubt. Ist im PvP sehr praktisch tatsächlich. Man hat drei Charges, weil man kann quasi mit seinem normalen Charge anchargen, dann kann man mit Schädelstoßen so rüber chargen, dann könnte man nochmal das dritte mit Überrennen chargen. Das ist schon praktisch, vor allem für Ranges, die abhauen, finde ich zumindest. Und dann habe ich meistens noch Höhlenmutter drin, dann kriegen alle Verbündeten in der Nähe und ich selber auch 15% mehr Life, und das ist schon echt krass. Vor allem in der Kombination mit Anima des Todes, wo ich später vielleicht nochmal drauf eingehen werde. Da ist nämlich Leben tatsächlich key, weil das 10% von eurem Life als Schaden verursacht und euch wieder heilt. Und wenn ihr einen Haufen Life habt, dann knallt es ordentlich. Ja? Aber da vielleicht später nochmal zu. Dann Sachen, die man auch spielen kann im PvP, ist hier Herausforderung des Alphas. Und zwar ist es da so, wenn ihr einen Gegner mit Spott belegt, dann kriegt der 6 Sekunden lang 3% mehr Schaden, und wenn andere Spieler draufhauen, also wenn ihr draufhaut, dann verlängert sich das immer wieder, und jeder Spieler, der draufhaut, stackt das weiter hoch bis zu 5. Also heißt, wenn da immer 5 Leute draufhauen, dann hat der durchgehend 15% mehr Schaden, der Gegner, und das kann schon relativ stark sein. Also könnt ihr die Verbündeten auch supporten. Was ich dann in der Arena noch öfter gesehen habe, jetzt hau ich bloß mein Zeug wieder rein, was noch viele spielen, ist, jetzt muss ich mal schauen, wo es ist. Hier genau, Beschützer des Rudels. 20% des gesamten von Verbündeten in der Nähe erlittenen Schaden wird auf euch umgeleitet. Wenn ihr unter 35% fallt, endet dieser Effekt. Das ist ganz praktisch, um die Gegner, um die Verbündeten noch zu supporten. Aber das ist jetzt nur die PvP-Fähigkeiten, das ganz am Rand. Ich denke mal, das interessiert die wenigsten. Gut, soviel zu den Fähigkeiten und zu den, ja, und zu den Stats. Jetzt erstmal noch zu den, ja, was sind das? Essenzen. Und zwar, normalerweise spiele ich Single Target mit diesen Essenzen. Heißt, ich spiele als Main Essenz Schmelztiegel der Flamme. Das macht, dass ich passiv einen Dot, also wenn ich auf Gegner drauf höre, dass ich passiv teilweise einen Dot drauf haue. Das ist das beste schadenstechnisch, der passive Effekt. Und offensiv habe ich zwei Aufladungen von Flammen. Gut, ich habe jetzt hier über die Legendary-Effekte, aber auch mit der normalen hat man halt eine Aufladung, mit den höheren hat man halt irgendwann zwei Aufladungen. Und die haue ich halt auch rein. Heißt,
Meine normale Rota ist halt normalerweise, wenn ich mit Galactic Guardian spiele, dass ich an den Ziel hingehe, zerfleischen, hauen, Mondfeuer, zerfleischen, dann mache ich hier meine Flamme drauf, dann habe ich hier hauen wieder, Mondfeuer proc, dann hier zerfleischen, dann kann ich nichts mehr anderes machen, dann drücke ich zermalmen, dann kann ich hier wieder hauen machen, zerfleischen, zermalmen. Also ich versuche zu vermeiden, dass ich hier mit Brankenhieb spielen muss, wenn ich offensiv unterwegs bin. Klar, wenn ich natürlich defensiv gehen muss, muss ich meine Active Mitigation oben halten, dann kann ich natürlich nicht mit Zermalmen hier so rumbasteln. Aber bei vielen niedrigeren Contents und teilweise auch bei Mythic-Bossen habe ich komplett offensiv gespielt und relativ wenig die Active Mitigation benutzt. Ja. Mit gewissem Gear kann man das auf jeden Fall spielen. Genau, bloß jetzt so am Rande. Was ich dann auf jeden Fall als zweites empfehlen kann, ist die Nullifikationsbarriere oder Nullifikationsdynamo. Was macht der? Jetzt hier auf episch bzw. legendär ist es so, dass alle 15 Sekunden, 10 Sekunden lang ein Schild auf eingewirkt wird, das was etwa 40.000 Schaden absorbiert. Ja? Heißt, du hast 10 Sekunden ein Schild drauf, das 40.000 Magic-Schaden absorbiert, dann 5 Sekunden wieder nicht. Und wenn man das halt auf einem höheren Rang hat, ist es so, dass dieser Magic-Schaden noch zurückgeworfen wird. Und teilweise bei manchen Kämpfen, wo man viel Magic-Schaden kriegt, ist das eine der Hauptangriffsquellen. Ihr müsst rechnen, alle 15 Sekunden habt ihr 40.000 extra Schaden, die ihr auf den Gegner draufwirft. Das ist bei, auf eine Minute gerechnet, sind das 120.000 extra Damage, die ihr habt. Und das ist halt schon nicht so schlecht. Das sind 2K DPS, oder? 120 geteilt durch 60 sind 2K extra DPS. Ja, wahrscheinlich habe ich mich verrennt. Nein, aber das müsste schon passen. Also das, falls ihr immer diesen Magic-Schaden kriegt, genau. Aber defensiv das Beste, offensiv das Beste. Also mit dem müsst ihr eigentlich fast immer spielen. Außer ihr habt einen Kampf, wo es gar keinen Magic-Schaden gibt. Dann ist natürlich sinnlos, aber im aktuellen Raid gibt es überall Magic-Schaden. Ja? Also macht Sinn. Was ich dann noch spiele, ist Konflikt und Zwietracht. Und da stacken wir einfach ja, Vielseitigkeit hoch. Und Vielseitigkeit haben wir gelernt, ist unser bester Stat. Deswegen Top-Teil. Was man machen kann, beziehungsweise was ich dann, also das spiele ich Single-Target, E-Target spiele ich mit Anima. Und zwar, bei Anima ist es so, dass der passive Effekt ist, wenn man, dass man quasi sich einen Buff hochstackt, wenn man über 35% Gesundheit ist, dass man immer mehr Life kriegt und dass man ständig auch live regeneriert. Also ich kriege jetzt hier bis 10 Stacks den Buff hoch und habe dann einfach mehr Maximalleben. Und während das drauf ist, tue ich alle paar Sekunden, alle 5 Sekunden 2800 Leben regenerieren. Quasi nochmal ein passives Life-Reg. Ne? Und der aktive Effekt ist einfach, dass ich 10% von meinem Life als Schaden an allen Gegnern außenrum mache und das auch wieder als Heilung bekomme. Jetzt setzen wir das mal ein. Seht ihr, die haben jetzt alle 60.000 Leben gekriegt. Relativ stark. Ja? Wenn wir jetzt noch einen Ausdauer-Buff drauf haben würden und wenn wir jetzt theoretisch noch im War-Mode aktiv wären, dann wäre das natürlich noch mehr. Und teilweise auf Inseln, da gibt es ja noch diese Kugeln und solchen Geschichten, komme ich auf 1 Million live und dann scheppert das Ding auf jedem Mob mit 100.000 Schaden. Und für einen Tank ist 100.000 Schaden tatsächlich schon eine relativ große Hausnummer, muss man sagen, an der Stelle. Und vor allem AE-technisch dann noch 100k auf jeden Mob. Wir machen jetzt bloß hier schnell den War-Mode an, dass ich euch das demonstrieren kann. Jetzt habe ich halt nochmal ein bisschen mehr Life. Ne? Jetzt bin ich halt schon bei 700.000 Life. Haben wir einen Ausdauer-Buff nochmal theoretisch mit 10%. Und in der Insel gibt es dann auch theoretisch noch Gedöns, wo man hier über die Orb mehr kriegt. Und dann gibt es noch verschiedene Sachen. Wenn man mehr Mastery hat, hat man ja auch nochmal ein bisschen mehr Life. Also da kann man schon sehr viel rausholen. Ich spiele das tatsächlich auch im Mythic Plus. Da kann man sich extrem gut gegenhalten. Ihr müsst rechnen, 10%. Wenn ihr jetzt 5 Mobs habt, haut ihr euch instant um 50% live wieder voll. Und wenn ihr mehr habt, natürlich noch mehr. Also das ist sehr stark gegen viele Mobs. Und gegen rein Single-Target, naja, nicht ganz so sinnig. Ihr seht, jetzt steckt das hier gerade noch hoch. Jetzt komme ich hier schon auf 735k Ausdauer-Buff nur drauf. Sind wir über 800k Insel, da kommst du schon auf 1 Million. Ich habe dann auch nicht, was wir jetzt gleich noch eingehen können mit AE-Gear, gibt es dann auch nochmal Sachen, wo man da noch ein bisschen was machen kann. Eins wollte ich euch noch zeigen, und zwar gibt es hier auch noch eine andere Alternative für Konflikt und Zwietracht. Jetzt muss ich bloß gerade gucken, wo sie ist, die man bei AE spielen kann. Und zwar gibt es dann noch eine Essenz,
wenn in der Nähe Gegner sind, dass man, ihr haltet 70 Vielseitigkeit für jeden Gegner innerhalb von 10 Metern bis zu einem Maximum von 700. Also wenn ihr viele Gegner habt, Freehold Boost, Inseln, Mythic Plus, wenn ihr große Puls macht, dann ist das tatsächlich ja Aegis der Tiefe als Passives besser als das Zwietrachtsdring, weil ihr da hier 8x 55 bekommt und ja, hier bekommt ihr 10x 70, also mit 700 seid ihr wesentlich höher oben und bekommt dann quasi mehr Vielseitigkeit. Aber das nur so am Rande. Genau, das war es eigentlich mit den Essenzen. Die ganzen anderen benutze ich tatsächlich nicht. Ja? Also es sind wirklich diese vier Essenzen. Ich tausche eigentlich bloß Anima, AE, Schmelztiegel, Single Target. Das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Man kann sicher mit den anderen auch einzelne Sachen basteln. Man kann theoretisch auch im PvP die Nullifikationsbarriere als Main-Ding reinhauen, hat dann ein Schild von 200k, was man haben kann, wenn man viel Magic-Schaden kriegt. Und wenn das dann platzt, dann haut das 200k zurück und das wird nicht verringert. Im PvP wird ja eigentlich immer gescaled, das wird nicht gescaled. Das ratzt einen Caster dann gut weg, aber das kann man dispeln, habe ich gesehen. Deswegen, ja, mit Vorsicht zu genießen. Genau, soweit zu den Essenzen. Dann, ich denke mal, das nächstbeste, was wir ansprechen, sind die Trades hier auf den Azurit-Items. Und da muss man jetzt halt auch wieder unterscheiden. Es gibt verschiedene gute Sachen für Offensiv, Defensiv, für E und Single Target. Wir schauen uns das erstes Mal meine EG an. Und zwar, was wollen wir auf meiner EG drauf haben? Wir wollen gekrümmte Klaue haben. Und da ist es so, wenn wir mit Hauen einen Gegner treffen, ja, gibt es eine 50-50-Chance, dass wir 187 Beweglichkeit für 12 Sekunden kriegen und das quasi bis zu 5 Stapeln. Das kann man theoretisch immer wieder weiter hochresetten. Jetzt schauen wir mal an, hier sind jetzt drei Mobs, ne? Ich drücke das jetzt, habe von drei Hits zwei getroffen und habe jetzt hier schon ganz gut Stacks hochbekommen. Jetzt seht ihr, sind es auf 4 hochgestackt und jetzt hauen wir es gleich nochmal rein. Zack, 5. Ja, jetzt habe ich 2800 Beweglichkeit mehr. Das ist viel Holz. Und theoretisch können wir das bei mehreren Mobs immer oben halten. Das Problem ist, solange wir zwei Mobs haben, kannst du es eigentlich fast immer oben halten. Bei drei eigentlich, ja, also du hast natürlich krass Pech, wie ich jetzt gerade. Lol, jetzt habe ich dreimal, okay, das war jetzt genau das Beispiel, jetzt hatte ich krass Pech, dreimal 50% und keins von denen hat getroffen. Ja? Bitter. Bei einem Single Target, können wir jetzt hier mal gucken, tut man sich wesentlich schwieriger. Schau, jetzt habe ich hier gerade draufgehauen, habe keinen Proc gekriegt. Ja? Jetzt habe ich einen Proc gekriegt und ich kriege halt auch immer nur maximal einen Stapel hoch. Deswegen, Multitarget ist das das Allerstärkste, was es gibt. Single-Target nicht ganz so geil, ja, weil es halt immer wieder ausläuft. Ja, genau. Heißt, das ist unser bester E-Trade. Single-Target ist ja auch ganz okay. Ja. Dann haben wir wildes Fleischreißen, dass ich es nur rausbringe. Und zwar, wenn Gegner von Hauen betroffen sind, erleiden sie durch Schreddern und durch Prankenhieb mehr Schaden. Heißt, wenn der dort drauf ist, der ist immer drauf, dann macht Prankenhieb mehr Schaden für uns jetzt in dem Fall und dementsprechend ja, können wir das als AE-Trade mit reinnehmen. Wenn wir jetzt hier reingucken, ich habe hier auch nochmal gekrümmte Klaue drin und hier auch gekrümmte Klaue. Also immer E-Gear, wenn ihr dreimal gekrümmte Klaue habt, perfekt und am besten wäre dann noch ein, zweimal wildes Fleisch reißen. Vielleicht auch dreimal, wenn ihr das kriegt. Aber ich glaube, die Konstellation gibt es im Moment gar nicht. Genau. Dann habe ich jetzt hier, das ist einfach ein Damage Ability. Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich zeige euch nachher eine Statistik, wo ihr gucken könnt, was wie viel macht. Und was ich ganz gern spiele, ist heilender Schutz. Defensiv. Hier habe ich auch nochmal heilender Schutz drin. Und das ist quasi einfach nur ein Absorb-Schild, das alle 30 Sekunden aufploppt. Und das stackt übrigens auch. Also seht, ich kriege alle 30 Sekunden 53.000. Und was ich hier als defensiv drin habe, ist quasi Baumrinde. Wenn ich, oder wie heißt es, Ursox Ausdauer, wenn ich da Baumrinde zünde, seht ihr, habe ich die Baumrinde und zusätzlich den Effekt mit 50.000 Absorbschaden. Und das funktioniert nicht nur bei der Baumrinde, sondern ich zeige es euch, wenn ich jetzt hier Ding ziehe, Überlebensinstinkt kriege ich das auch, ne? Also bei beiden Spells. Und das ist, finde ich, auch recht stark. Ich mag ganz gern Absorb-Effekte, weil die verhindern, dass ich überhaupt erst den Schaden kriege. Wenn vor allem wenn ich low bin, dann absorbieren die das schon mal weg. Oder bevor ich in den Kampf gehe, habe ich dann schon mal einen Absorb-Effekt, der on top auf mein Leben draufkommt. Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene andere Effekte, die jetzt zum Beispiel die alle paar Sekunden proc und Leben bringen. Die, rechnerisch bringen die insgesamt mehr Heilung. Aber das ist halt stückelweise Heilung. Und hier habe ich direkt ein Schild auf mir drauf. Und das finde ich ehrlich gesagt immer stärker. Aber das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen eine Sache. Wie spiele ich, ne? Wie
was habe ich für einen Spielstil? Das denke ich mal, muss jeder so ein bisschen selber wissen. Was ich dann hier noch drin habe, was ganz interessant ist, Erflochtene Mähne. Das ist unser Bestes eigentlich, was defensiv angeht. Und zwar, wenn wir das einsetzen, also Eisenfell, dann erhöhen wir unsere Beweglichkeit um 258, also auch offensiv ganz praktisch. Und zusätzlich haben wir dann eine 10% Chance, dass wir zwei Stapel von unserer Active Mitigation kriegen. Und das kann ich euch jetzt mal zum Beispiel demonstrieren. Wenn ich jetzt hier, ich muss jetzt mal ein bisschen Wut aufbauen, ne? Also wir laufen jetzt hier ein bisschen, bauen ein bisschen Wut auf. Und wo haben wir denn unsere Rüstung? Hier unten, also im Moment haben wir 59% weniger gegen Melee-Angriffe kriegen wir. Jetzt setzen wir mal unsere Active Mitigation an. Jetzt sind schon 74%. Jetzt drücke ich sie nochmal. Sind es 81%. Ja? Also man kann die Active Mitigation stacken, man kann sie sogar auf 4, 5 und höher stacken. Macht nicht unbedingt in jeder Situation Sinn. Das Praktische ist, wenn ihr den Trade drin habt, dann habt ihr halt eine 10%ige Chance, dass ihr einen Doppelproc kriegt. Also dass ihr es instant auf zwei Stacks hochstackt. Ja? Und das kann halt schon viel ausmachen. Übrigens, was ich vorhin nicht erwähnt habe, eure Beweglichkeit erhöht übrigens eure Ausweichchance, ne? Also deswegen ist Beweglichkeit auch immer defensiv ganz brauchbar. Ja? Umso mehr Beweglichkeit ihr habt, umso mehr könnt ihr dann auch ausweichen. Ihr macht nicht nur mehr Schaden mit. Genau, da brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Das ist einfach ein Damage-Spell oder eine Damage-Ability. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal mein anderes Gear an. Und zwar habe ich noch ein Single-Target-Gear. Und was habe ich da drin? Halt, das war auch nochmal das RE-Gear. So, das ist jetzt mein Single-Target-Gear. Und da spiele ich zum Beispiel mit Zorn des Wächters. Das habe ich nämlich zweimal drin. Und Zorn des Wächters ist so, dass Zermalmen quasi mehr Schaden verursacht. Und wie ihr seht hier, 2200 mehr Schaden verursacht es. Und zusätzlich kriegen wir einen Buff drauf, dass das nächste Einsetzen von Eisenfell 15 Wut weniger kostet. Eisenfell kostet 40 Wut. Heißt, wenn wir es dreimal drauf haben, ist das kostenlos. Es ist ganz praktisch. Also offensiv ist das Single Target das Beste, was du eigentlich soweit haben kannst. Weil ich kann euch das mal zeigen, wie viel Schaden hier Dings verursacht. Jetzt hauen wir mal Zermalmen drauf. Das macht schon relativ viel, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Jetzt steht hier 22k drauf, was es macht. Aber das ist tatsächlich der, jetzt hier habt ihr gesehen, 32.000 hat es jetzt zum Beispiel gerade verursacht. Der ist eigentlich einer der stärksten Spells, was Damage angeht, kostet uns aber Wut, die Ressource, die wir halt auch für die defensiven Fähigkeiten brauchen. Dementsprechend muss man halt gucken, wie defensiv oder offensiv man spielen kann. Ja? Und man kriegt halt hier auch noch den Stack drauf. Und was da praktisch ist, oft im Raid habt ihr so, ihr tankt den Boss, dann tankt der andere. Und ihr könnt es auch so machen, dass ihr den Trade einmal reinnimmt. Und immer wenn der andere tankt, braucht ihr ja keine aktive Mitigation spammen. Das ist sinnlos. Ja? Also 100% aktive Meditation in einem Raid zu haben, ist sinnlos, weil der andere Tank ja auch ein Stück bei den vielen Encountern tankt und dementsprechend ihr dann eher Schaden machen solltet in der Zeit. Da macht ihr damit mehr Schaden. Und ihr könnt schon mal den Stack hier hochbasteln und habt dann, wenn ihr aktiv tankt, quasi schon mal einen eine Free Active Mitigation, die ihr draufdrücken könnt. Also das kann auch ganz praktisch sein. Habe ich sogar bei einem Hardhitter-Boss Ogusoa, habe ich das mit reingenommen, zumindest ein Teil tatsächlich, um das Pre zu stacken, dass ich gleich am Anfang x-mal Active Mitigation stacken kann, um sehr, sehr defensiv quasi sein defensiv reinzugehen, weil der Ogusoa ist ein Kampf, der knallt der Boss am Anfang sehr, sehr viel rein und dann kriegst du so einen Debuff, dass du immer weniger Schaden kriegst. Also musst du am Anfang alles ziehen quasi. Und da kann das sehr, sehr praktisch sein, auch defensiv quasi. Ich benutze es aber in den meisten Fällen sehr offensiv. Genau. Ja, soweit zu den Teilen. Die anderen Trades sind relativ uninteressant. Das sind einfach Damage-Trades oder Trades, die die Stats erhöhen. Und hier haben wir diesen Heilspell, also der tickt alle 3 Sekunden 2000 Heilung. Theoretisch nach Zahlen ist das gerechnet am meisten, aber das ist halt stetige Heilung des anderen. Mit den Schilden hast du halt sofort was. Ne? Muss man halt wissen, was das Bessere sind. Hier im Laufspeed, naja, das kannst du knicken. Das sind auch wieder Damage-Geschichten. Da werde ich gleich noch was zeigen. Eins kann ich euch noch zeigen, was ganz praktisch ist. Und zwar ist das der Kopf aus dem Hard-Mode in Mechagon. Und der ist zwar nur 435, also den gibt es nicht in 450, aber der hat so einen Extra-Trade drauf. Und zwar erhöht er einen Sekundärwert unserer Wahl, der quasi am höchsten ist. Ah, nee, nicht der, der am höchsten ist, sondern ausgehend von unserer Platine, was ich gleich nochmal sagen werde, um 324. Und das ist tatsächlich relativ viel. Wir kriegen hier einfach ein Stat um 324 erhöht, ein Sekundärstat. Das geht aber nur, wenn ihr den Kopf habt und dieses Taschenrechnergerät aus Mechagon. Ja?
Und das benutze ich tatsächlich die Kombi im Single-Target. Warum mache ich das? Das macht nämlich extrem viel Schaden. Jetzt können wir mal gucken. Ich habe jetzt hier dieses Taschenrechnergerät. Das kriegt ihr von Mechagon. Einfach ganz am Anfang von der Quest. Und die Platine, um die es hier geht, ist quasi auch ein Item, was ihr beim Händler, ich glaube, für einen respektvollen Ruf kaufen könnt. Also auch nicht viel, was ihr machen müsst. Und warte mal, jetzt tun wir hier mal ein Reset machen. Und Schaden. Und wenn ich jetzt einfach, ich fange meistens den Kampf damit an, halt. Und hau das Teil drauf. Und ihr seht, das haut einfach 200k innerhalb von ein paar Sekunden. Ich gehe hier auf 60.000, nee, 66k Single-Target DPS einfach in den Fight schon mal rein. Und das kann ich halt alle 2 Minuten nutzen. Und das ist eins der stärksten offensiven Trinkets tatsächlich. Ja? Und wenn ihr mit dem spielt und diesem Strahl, dann spielt ihr am besten halt auch mit dem Kopf, weil ihr dann extra Stats kriegt. Ja? Das hier ist quasi meine Kombination, die ich Single-Target im Damage-Spec-Spiel heißt. Einmal hier das Taschenrechnergerät und die Tintenkapsel. Und dementsprechend gibt es dann noch ein paar andere Möglichkeiten. Gibt dann noch die Koralle von Ashwain, die relativ gut ist aus dem aktuellen Raid. Oder man kann auch mit dem Würfel spielen, aber der ist nicht ganz so gut. Und ja, E-technisch spiele ich dann eigentlich auch meistens hier mit der Fiole. Die ist von Asharas Glanz, also auch hier im aktuellen Raid. Aber E-technisch kannst du auch am besten mit einem Stat-Trinket spielen, wie zum Beispiel dem Würfel, den man aus Freehold bekommt. Defensiv spiele ich meistens hier quasi mit der. Hier. Wem ist das? Ich glaube, das ist von Ashwain auch mit dem Death-Trinket. Das heilt uns nämlich ein bisschen. Und dann spiele ich noch mit Opulenz, mit diesem Absorb-Trinket. Einfach weil ich nichts anderes habe. Es gäbe dann noch eine andere Option und zwar auch vom Ewigen Palast von Hofstaat. Und zwar haben wir, wenn wir jetzt hier auf Wächter gehen, noch den Erlass der Ungläubigen. Und das ist auch ein Absorbtrinkgeld, das ist relativ stark, das habe ich aber leider nicht. Deswegen kann ich nicht damit spielen. Ich habe aber tatsächlich nur bei einem Boss defensiv, also komplett defensiv gespielt. Und das war beim Endboss in Mythic, also bei Ashara in Mythic. Obwohl, nee, ich habe mit einem Death Trinket gespielt, da. Dementsprechend, ja, hier mit dem von Ashwain quasi, mit dem Death Trinket. So viel noch zu den Trinkets. So, dann hatte ich ja gesagt, ich gehe noch auf 1 ein. Jetzt machen wir hier mal F11 mit den Trades an sich. Und zwar, es gibt hier eine Seite, die nennt sich bloodmalt.com. Und da kann man alles Mögliche einstellen, auch alle möglichen anderen Klassen. Aber dann kann man zum Beispiel schauen, wie viel DPS machen die Essenzen, wie viel. Machen Artillery-Trades und dann kann man hier sich genau diese Geschichten anschauen. Und deswegen bin ich jetzt nicht auf die Damage-Trades eingegangen, weil es gibt da diverse und die sind eigentlich immer so ein bisschen eher zu vernachlässigen. Man schaut, dass man auf diese wichtigen Trades geht und dann guckt man, dass man vielleicht die besten Damage-Trades noch mitnimmt. Natürlich geht es immer drüber, wenn man sich einen Char simmt, aber den Topf machen wir jetzt nicht auf. Das würde das Video sprengen, wenn ich euch jetzt noch erkläre, wie man sich einen Char durchsimmt und solche Geschichten. Bloß hier auf der Seite kann man ein paar Sachen ganz gut nachschauen und sieht es relativ übersichtlich, was wie viel Damage macht, wo man quasi in etwas steht. Genau. So viel dazu. So, jetzt bin ich gerade überlegen, was haben wir? Wir haben die Stats, wir haben die Skillung, wir haben die Essenzen und wir haben jetzt die Azerit-Trades, die sinnig sind. Was es dann noch gäbe, was hier noch defensiv mit. Ach, eins hatte ich nicht gezeigt. Halt, jetzt können wir gleich mal hier noch bleiben. Was auch noch ganz gut ist, was ich. Ach, ich bin noch im Combat, oder? Was auch noch ganz gut ist, was ich an. Warum kann ich denn das jetzt nicht wechseln? Ich mein Gear wechseln können, aber das geht jetzt irgendwie nicht. Okay. Egal, ich kann es euch auch daraus zeigen. Was ganz gut ist, was ich auch noch drin habe, ist das hier. Meisterhafter Instinkt. Und zwar, wenn Überlebensinstinkt abläuft, dann kriegt man für 30 Sekunden 831 Meisterschaft und 100, 1260 Rüstung. Da ist die Meisterschaft ganz praktisch. Weil wir haben vorhin gelernt, über Meisterschaft kriegen wir mehr Life und das ist prozentual. Und bei relativ viel Life kann man quasi Überlebensinstinkt drücken. Mache ich meistens bei Big Pulse wie Inselpulse oder wie Freehold Boosten zum Beispiel, dass ich diese Trades mit reinnehme. Ziehe die dann quasi gleich, wenn ich die Mobs am Anfang schon antanke. Erstmal um ein bisschen weniger Schaden zu kriegen, aber hauptsächlich um diesen Mastery-Buff zu kriegen. Dann habe ich extrem viel mehr Life und dann drücke ich quasi hier Anima des Todes rein und zerfetzt die Mobs damit. Dann haut das halt über
100k auf jeden Mob raus und dann ist ziemlich schnell Ende. Also das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Kann man auch so defensiv in den Kampf oder einen Gear mit reinnehmen als Defensiv-Trade, aber jetzt vor allem für diese Big Pulls in Kombination mit Anima ist es sehr stark. Und jetzt gucken wir noch eine andere Sache an. Da ist nämlich ein defensiver Halt-Trade, den ich noch nicht gezeigt habe. Und ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich da irgendwo habe ich auch sicher einen Item auf der Bank tatsächlich. Jetzt muss ich bloß einmal durchgucken. Nee, das ist mein Katzengear. Da habe ich ihn auch nicht drauf. Na, den brauche ich euch nicht zeigen. Irgendwo hatte ich ihn. Ziehen wir das mal hier rein. Obwohl, nee, das brauche ich noch. Ich bin schon wieder bestens vorbereitet, wie ihr seht. Ich habe 10.000 so Brust-Items auch. Und irgendwo muss der Trade draus sein. Ich hoffe es zumindest. Nee. Also es gibt noch einen Trade, der defensiv relativ gut ist. Und zwar kann man dann die Heilung von Rasenregeneration verlängern. Der sieht auch genauso aus wie Rasenregeneration vom Icon her. Ich habe ihn jetzt blöderweise einfach nicht da. Also ja, ist ein bisschen blöd an der Stelle. Ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie buggt mein Gear rum. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas jetzt auf die Bank gepackt. Vielleicht gehe ich lieber nochmal zur Bank, sonst habe ich beim nächsten Ding mein Gear nicht mehr. Keine Ahnung, technische Schwierigkeiten sozusagen. Soll uns jetzt aber nicht abhalten, hier weiter zu basteln. Das gucke ich dann einfach in der Hardnommel, dass wir uns das ganze Set holen. Genau, dann auf eins kann ich noch eingehen und zwar Bantic Gear ist auch nochmal so eine Geschichte. Auch tatsächlich beim Guardian Druid ist es so, wenn ihr offensiv gehen wollt, ist das Bantic Gear das Beste, was ihr haben könnt. Und zwar gambelt ihr da immer auf die Schadens-Items. Und zwar hier haben wir zum Beispiel, also wir wollen halt immer quasi das richtige Item haben mit dem richtigen Proc. Da gibt es immer verschiedene. Hier zum Beispiel, dass wir körperlichen Schaden verursachen auf eine Proc-Chance. Plus Sockel und da macht ihr Versa rein. Bei den Schuhen sieht es ähnlich aus. Da wollen wir 3% mehr kritischen Schaden in Nashyata. Übrigens, das Gear lohnt sich nur in Nashyata und im Raid. Im Mythic Plus zieht ihr kein Bantic Gear an. Ganz wichtig, im Raid ist es tatsächlich das Beste. Ich nehme den Gürtel mit Melee-Damage, die Schuhe mit prozentual mehr Crit. Die Handgelenke habe ich jetzt hier den Kugelfisch, dass man AE-Schaden verursacht. Ehrlich gesagt, es gibt ein anderes, das Single-Target-Schaden verursacht. Das ist tatsächlich besser. Ich habe mir aber blöderweise das Falsche geholt. Fragt nicht, aber das ist fast genauso gut. Ja. Und dann gäbe es theoretisch noch den Rücken. Den habe ich nicht drin, weil ich da, weil der nur minimal mehr Schaden macht und ich dann lieber mehr Stats habe. Deswegen habe ich den Rücken nicht und die Handgelenke habe ich auch nicht angezogen, weil ich dann lieber die von Quinashara nehme. Die haben nämlich auch ein extra, quasi einen extra Stat drauf und zwar procken die alle 2 Minuten, 10 Sekunden lang und machen noch ein bisschen Damage und die sind tatsächlich ebenwürdig mit dem Bantic-Teil. Dann musste ich nicht mehr Bantic-Sachen farmen. Was dann auch noch ganz gut ist, was man auch machen kann, die Hose hier, die man sich craften kann als Lederer, die ist sehr gut. Die hat immer einen Sockel drauf. Da habe ich jetzt Versa Tempo genommen und wer vorhin aufgepasst hat, das ist die Damage-Variante. Man kann auch Versa Mastery nehmen. Und auch habe ich mir die Schuhe gebastelt. Die sind Damage-technisch tatsächlich ein bisschen schlechter als die Bantic-Teile, aber offensiv wären sie natürlich besser. Und hier habe ich auch die defensive Variante genommen und zwar Versa Mastery, weil ich da natürlich, wenn ich die anziehe, eher defensiv unterwegs bin. Genau. Und klar, in Mythic Plus und überall nicht im Raid, also im Palast, ziehe ich kein Bantic Gear an, weil das wirklich nur im Raid und in der Zone zählt und das würde sonst keinen Sinn machen, tatsächlich. Genau. So viel da noch zu sagen. Genau, dann wären wir im Großen und Ganzen durch. Ich habe irgendwie so die leise Vorahnung, dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Die rote habe ich euch, glaube ich, auch grob erklärt. Da brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Vielleicht so noch ein, zwei kleine Tipps. Wenn ihr bei Trash Mobs oder Mythic Plus unterwegs seid, ihr habt dann auch noch Fähigkeiten wie zum Beispiel erschütterndes Gebrüll. Damit kann man alle Mobs kurz desorientieren, wenn die Damage kriegen und die haben wahrscheinlich eure Dots drauf und andere Spieler hauen auch drauf, sind die instant wieder raus. Aber ihr könnt Casts damit unterbrechen. 5 Mobs am Casten, zack, einmal erschütterndes Gebrüll rein, Mob unterbrochen. Mob castet wieder, ihr haut einen Schädelstoßen rein, Mob wieder unterbrochen. Mob castet das nächste Mal, zack, Typhoon rein, wieder alle Mobs unterbrochen. Das sind so Sachen, die helfen tatsächlich. Spielt lieber so, unterbrecht die ganzen Mobs, ihr kriegt wesentlich
nicht weniger Schaden über so eine Spielweise. Das kann ich nur empfehlen. Und ja, denk mal, mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Shadowmeld kann auch manchmal, bevor ihr sterbt, mal ein Shadowmeld reinhauen, kann in der einen oder anderen Situation gut sein, wenn ihr denn Druid seid, beziehungsweise also hier Nachtelf Druid. Genau. Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Für einen groben ersten Überblick für einen Tank Druide soll das, denke ich mal, reichen. Es ist schon wieder viel zu lang geworden. Vielleicht mache ich dann nochmal einen Guide, der viel mehr ins Detail geht. Dann wahrscheinlich aber erst mit 8.3, wo ich dann vielleicht mal auf einzelne Bosse sage oder einzelne Situationen, was man da am besten spielen kann. Aber ich denke mal, fürs Grobe ist das eigentlich schon wieder zu viel gewesen. Und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.